Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition. Wir sind inzwischen, ihr ahnt es nicht, auf der Heimatwelt der Quarianer, Ranoch, abgestiegen. Und ja, das ist das erste Mal, dass wir hier sind. Das ist das erste Mal, dass Tali, glaube ich, hier ist. Und lass mal loslegen. Auf geht's. Gucken, wo wir lang müssen. Ich muss erstmal die Waffe wechseln. Sniper geht raus. Wir müssen zum Guest-Turm. Auf geht's. Hoffentlich ist die Natur nett zu uns. Bis jetzt sieht das hier eigentlich so. Es ist zwar dunkel, hat was leicht Wüstiges mit viel Wasser dennoch drumherum, aber so von der Vegetation her. Sie haben schon gegen diese Geth gekämpft. Welche Taktik werden Sie einsetzen? Die übliche. Mehr Geth. Vorhersehbar. Maschinen haben schon immer Anzahl mit Stärke verwechselt. Ja gut, aber gelegentlich, jetzt wenn die Anzahl zu mega krass ist, dann klappt's schon. Also irgendwann ist die Anzahl immer zu groß, aber gut. Okay, Achtung, 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 Achtung und schön heavy. Was war das? Schön die Gäste wegballern hier. Das sind ja die bösen Gäste, da geht das dann wieder. Oha, toter Quarianer. Sie sind so weit gekommen. Wir müssen Sal Corys anfunken, wenn wir ihn finden wollen. Gehen wir zu dem Störturm. Ja, sie sind auf jeden Fall weiter als jeder andere Quarianer. Sie sind auf den Planeten. Oh, das war eine Mine. Scheiße. Ich bin okay. Achten Sie auf weitere Minen. Weiter. Ich habe auf den Boden geguckt. Was ist denn das? Stolpermine. Da war es dann auch schon zu spät. Naja. Geballert, unter uns patrouillieren synthetische Wesen. Ja, warte. Der Trick ist, sie platt zu machen, bevor sie sich wehren. Unter uns patrouillieren synthetische Wesen. Erstmal checken, ob hier in der Ecke noch irgendwas ist. Nee, da geht das nur hinab. Okay, der Geth-Turm rückt auch schon. Wow! Nachladen! Noch mehr? Ne, gut. Oh! Shepard, bleib doch an dem Ding nicht hängen. Lauf doch einfach weiter. Trick ist einfach drüber laufen. Scheiß Sprengfallen. Ist das auch eine Falle da? Nee. Okidoki. Weiter geht's. Durch den kleinen Candy hier durch, ne? Bis jetzt sind wir noch nicht auf Natur gestoßen. Nur auf synthetische Wesen. Aber wahrscheinlich haben die Geths einfach jedwedes weitere Leben auf dem Planeten platt gemacht. Weil die brauchen ja kein Essen oder so. Dann müssen sie den Planeten auch nicht mit anderen... Oh, jetzt ist Metalli da vor die Flinte gerannt. Dann brauchen sie den Planeten ja auch nicht mit anderen Lebewesen zu teilen. Warum? Ich hätte es einfach aus Deko-Aspekten schon gelassen. So, oh mein Gott, ich dachte, das Ding dreht sich um. So ein Planet sieht doch einfach viel muggeliger aus, wenn da auch noch andere Viecher drauf leben. Außerdem will man doch mal was streicheln. Oder? So mein Reden. Also wenn ihr jetzt ein synthetisches Wesen wärt, müsst ihr mal vor euch überlegen. Wir ihr seid das jetzt so ein... Geschütz untersuchen. Ja, ihr seid jetzt irgend so ein Roboterwesen. Da, die Geschütze, die den Turm schützen. Ja, ist doch gut. Schreib doch mal nicht so rum. Ich habe das schon mitbekommen. Ich wollte mich ein bisschen umsehen. Weiß, ob mir noch Loot ist. Haut mir mal in die Kommentare, wenn ihr so einen Planeten übernehmen würdet. Würdet ihr alle Lebewesen, weil ihr sie ja nicht benötigt, dann ausrotten oder würdet ihr sie behalten, um sie zu streicheln? Oder für eure Belustigung. Haut mal in die Kommentare. Flakgeschützsteuerung. Let's go. Machen wir mal aus den Apparat, wa? Uns muss die Flakgeschütze ausschalten. Tja, Tali, du bist die Technikerin. Das machst du. Tali, das ist ihr Job. Kein Problem. Kein Problem. Lass mich raten, wir müssen hier wieder sie schützen. Ja. Synthetische Wesen. Wo? Oh, da. In Deckung gehen. Nachladen, nachladen, nachladen. Synthetische Wesen. Darauf. 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 Oh.
Vorsicht, nächstes synthetische Wesen. Das Flugabwehrgeschütz ist offline. Geilo. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um die beiden am Turm. Oh nein, hat er gedreht. Der hat ja doch echt gedreht. Kali, bist du das? Mein Gott. Und drauf da. So. Kann weitergehen, Leute. Quicksafen muss ich mal gelegentlich, wa? So. Munition wäre nice. Da ist doch auch schon wieder welche. Schön. Was habe ich hier gefunden? So. Was ist das denn jetzt hier? Der Geth-Turm, alles klar. Also die Geschütze sind soweit deaktiviert. Jetzt gilt es noch den Turm platt zu machen. Diesmal habe ich auch die Mine bemerkt, nicht wahr? Ich lerne dazu. Einfach ein bisschen auf den Boden gucken. Wenn was leuchtet, vielleicht nicht reintreten. Das ist so der Trick. Gehen wir da eben hoch. Ich glaube, da ist Loot. Und Loot tut, wie ihr wisst, gut. Da. Schrotflinten-Schredder. Was für ein nettes Add-on. Geth Einzelteile. Kohle geht rein. Oh, Dornhurst. Sie haben meine Nachricht empfangen. Jo. Aber Notsignal gesendet. Es gibt keinen Funk. Sind Sie Soldat? Wartungspersonal. Dornhurst. Ich säubere Maschinenteile. Was machen Sie hier? Hier wimmelt es von Geth. Sie hätten sich verstecken sollen. Ich dachte, ich könnte kämpfen und den anderen Zivilisten etwas Zeit verschaffen. Es waren so viele. Ich hatte vorher nie eine Waffe benutzt. Stillhalten bitte, ich heile dich. Nicht bewegen. Wir haben Medigel. Ich habe zu viel Blut verloren. Suchen Sie den Admiral. Wenn Sie den Störturm zerstören, können Sie ihn anfunken. Wir finden ihn, Dorn. Versprochen. Bitte, hören Sie mir zu. Die Zivilflotte will diesen Krieg nicht. Wenn es eine Chance gibt, dass Admiral Corris uns lebend hier rausbringt, und sagen Sie meinem Sohn... Sagen Sie, Jonah, dass sein Vater es auf die Heimatwelt geschafft hat. Das werden wir. Ruhen Sie sanft, Dornhurst, was Runoff. Auf zu diesem Turm. Ja, los geht's. Ach, ist alles so unnötig, aber was willst du machen? Ah, Mando. Okay, wir arbeiten uns vorsichtig vor. Ich hoffe, wir kriegen... Also ich hoffe es irgendwie inständig. So, nochmal zwei Flugabwehrgeschütze, links und rechts. Fangen wir mal mit der linken Seite an. Ich hoffe inständig, dass wir so eine friedliche, möglichst friedliche Koexistenz zwischen Quarianern und Geth hinbekommen. Es ist wohl machbar. Es wäre auch das, was ich mir wünschen würde. Mein Gott! Aber ob wir es schaffen, wird sich zeigen. Wo muss ich denn da drauf ballern? Hinten dran. Hinten rein. Na komm, zeig deinen Kopf. Spawn mal mehr, Alter. Oh, Granate. Granate sag schon. Raketenwerfer, das war der Begriff, den ich gesucht habe. Schön da stehen, da hinten. Da ist noch einer, hat sich entzaubert. Hui. Okay. Sehen wir uns die Steuerung des Geschützes an. Wir arbeiten uns deaktivieren. Das ist der Plan. Das ist der Plan. Let's go. Get your things and go. So, immer hier das eine Ding deaktivieren. Wer soll das Geschütz außer Gefecht setzen? Wieder mal Tali. Das erledigen Sie, Tali. In Ordnung. Und wir verteidigen dich derweil. Mach mal. Sie sollten das Geth-Geschütz übernehmen. Noch mehr Maschinen!
Lauf mal ein bisschen. Ich möchte gerne dieses Ding benutzen. Hier. Ich glaube, mit meiner Sniper bin ich geiler drauf. Ohne Spaß. Das Geschütz ist offline. Holen wir uns das letzte. Okay, weiter geht's, Leute, zum nächsten. Maschinen bei den Türen. Bei diesen Türen? Okay. Tatsache. Oh, er klippert ein bisschen rum. Aber sonst geht's ihm gut. So, durch hier. Ich komme nicht über diese Kabel drüber gelatscht. Auf zum nächsten Geschütz. Oh, Shepard, was lässt du jetzt wieder nach? Hat dein Flammenwerfer da am Start? Das war gerade ein Guest mit einem Flammenwerfer. So, Tali. Wer soll das Geschütz deaktivieren, Shepard? Na, immer der fragt. Schalten Sie das Geschütz aus, Tali. Schon dabei. Du machst das. Jawohl. Okay, Tali kümmert sich. Wir kümmern uns auch. Ah, lass dir Zeit, Tali. Wir haben das im Griff. Alles wird gut. Oh. Da ist noch irgendwo ein, wo ich nicht hinballern kann, weil er im Weg ist. Bom. So, nur aber. Erledigt. Das Geschütz ist offline. Sehr gut. Ich gebe Signal. Wir machen das noch ganz analog. Einfach eine Rakete in der Luft geballert. Fertig, ne? Wer braucht diesen technischen Schnickschnack? Ja? Das Zeug funktioniert auch, wenn der Sender gestört ist, weißt du? Das kannst du immer am Himmel sehen. So, weg ist der Turm. Dawn, hier ist Sir Corus. Sind Sie da? Dawn! Hier ist Commander Shepard. Dawn hat es nicht geschafft, Admiral. Er hat es nicht. Ich verstehe. Ich komme mit einem Shuttle rein. Wo sind Sie? Der Rest meiner Crew hat es auf eine Lichtung geschafft. Ich lade die Position hoch. Zusammenbleiben, wir treffen uns dort. Nein, die Gäste haben mich abgeschnitten. Ich höre schon die nächste Welle. Wir kommen. Geben Sie uns Ihre Koordinaten. Lassen Sie. Meine Crew wird in Kürze überrannt. Und Sie auch. Meine Leute sind keine Soldaten, Shepard. Man wird sie abschlachten. Retten Sie sie. Wir brauchen einen Friedensstifter. Admiral, Sie müssen die Zivilflotte führen, wenn wir diesen Kampf beenden wollen. Was ist daran zivil? Unsere ganze Spezies hat für diesen Wahnsinn zu den Waffen gegriffen. Es ist zu spät für uns. Nur dann, wenn Sie hier unten sterben. Sie glauben doch nicht, dass Sie diesen Krieg beenden können. Ich weiß es nicht, aber klar ist, dass ich es ohne Ihre Hilfe ganz bestimmt nicht schaffe. Komm, Einsicht bitte. Vorfahren, vergebt mir. Lade meine Koordinaten hoch. Wir kommen. Es tut mir zwar weh, aber es ist wirklich so, ich brauche ihn als Gegenpol, sonst wird das nichts mit der friedlichen Koexistenz. Oh mein Gott! Shepard hat aber recht, hat richtig keinen Bock. Oh, warte, ich muss... Ich sehe. Alter, es ist nur am Wackeln. Wie soll man denn sowas treffen, Mann? Alter, scheiße, Mann. Sie kann gehen. Los! Admiral, bewegen Sie sich weiter fort. Wir passen auf Sie auf. Ich gebe mein Bestes. Oh, wenn wir das nicht schaffen, ne? Weg ist frei. Los! Admiral, kommen Sie! Los! Oh. Oh, ist er durchgeflogen? Alter, das war knapp. Zum Glück haben wir die Tür aufgehabt. Okay, das war heftig. Meine Crew,
Vielleicht ist noch Zeit. Hallo? Hier ist Saal Chorus. Rett mich jemand. Hallo? Wir müssen gehen. Na, es muss scheiße sein, Mann. Ich bete, dass der Himmel der Heimatwelt ihnen ein Trost war. Na, immerhin haben sie den Himmel nochmal gesehen, tatsächlich. Das muss man ja immerhin, ja. Oh, das ist schon alles echt kacke. Commander, die Unruhen haben sich weiter verbreitet, als ich dachte. Sie hatten recht, was meine Rückkehr angeht. Ja. Konnten Sie die zivilen Captains zum Bleiben überreden? Ja, sie haben sich in Verteidigungspositionen im Zentrum der Flotte neu formiert. Wenn wir sie nicht aufgehalten hätten. Wenn ich ihnen irgendwie helfen kann, nachdem die Quarianer die Geth in die Arme der Reaper getrieben haben, würde ich alles tun, um diesen Wahnsinn zu beenden. Genau deshalb wollte ihr Volk sie zurück. Stimmt. Es ist höchste Zeit, dass wir uns um die kümmern, die wir noch retten können. Leben Sie wohl, Shepard. Viel Erfolg. Hau rein, Admiral. Commander, wir haben die Reaper-Basis lokalisiert, die das lokale Signal sendet. Gut. Und gerade noch rechtzeitig. Aufgrund der Upgrades mit dem Reaper-Code nehmen die Geth die Flotte auseinander. Wenn das Signal deaktiviert ist, sind die Geth keine Bedrohung mehr für die Streitkräfte. Ist das ein Problem? Ist das ein Problem? Die alten Maschinen verfolgen zwar unethische Ziele, aber ihre Upgrades haben die unseren deutlich verbessert. Ich zeige es Ihnen. Ein Signal, das Geth steuert. Eine einzelne Einheit, oder? Korrekt. Und jetzt 10 Einheiten, die vernetzt zusammenarbeiten. Und das ist eine einzelne Geth-Einheit mit den Upgrades der alten Maschinen. Das ist eine voll entwickelte KI? Ja, wir verurteilen die Ziele der alten Maschinen. Aber wir halten diese Entwicklung für wunderbar. Ein Indiz für Leben. Ich stimme da mal zu. Das stimmt. Commander! Kommen Sie, Admiral. Das ist ein lebendes Wesen, egal auf welcher Plattform es läuft. Und Sie werden sterben, wenn wir die Basis zerstören. Sie sind Verbündete der Reaper. Um sich vor ihnen zu schützen. Ich will Ihre Zerstörung nicht. Ich könnte sie echt brauchen. Vielleicht müssen Sie nicht sterben. Nur weil der hier einen freundlichen Eindruck macht? Nun, er hat noch auf kein Schiff mit mir an Bord geschossen. Commander, wollen Sie etwa vorschlagen? Ich schlage gar nichts vor. Ich sage nur, dass vielleicht nicht alle von Ihnen sterben müssen. Alles völlig egal, solange wir die Basis nicht ausgeschaltet haben. Die ganze Umgebung ist schwer befestigt und Sie haben Störtürme aufgestellt, um eine Zielerfassung aus dem Orbit zu verhindern. Dann müssen wir das wohl zu Fuß machen. Admiral Sun hat ein Laserleitsystem entwickelt, das das Störsignal durchdringen kann. Synchronisiert mit der Zielerfassung der Normandy. Die Normandy startet also einen Präzisionsangriff auf jedes Ziel, das ich markiere? Das dürfte reichen. Edie, okay für Sie? Ja. Es müsste uns einen Präzisionsschlag gegen die Reaper ermöglichen. Und alles andere in unserem Weg. Die Geth werden ihre Störtürme rasch auf diese Technologie umkonfigurieren. Sie sollten sie erst bei Erreichen der Basis einsetzen. Die Koordinaten der Reaper-Basis habe ich Ihnen geschickt. Können wir loslegen? Diese Jägerstaffel der Geth dezimiert nach wie vor die Flotte. Können Sie durchhalten? Wenn diese Jägerstaffel nicht ausgeschaltet wird, werden es viele unserer Schiffe nicht schaffen. Aber wir tun, was wir können. Es ist Ihre Operation, Commander. Wenn Sie jetzt losschlagen wollen, haben Sie meine Unterstützung. Nee, ich wollte erst... Ihre Rücksichtslosigkeit schon zu oft unterstützt. Die Patrouillenflotte bleibt. Wir müssen Ihren Flankenangriff zurückschlagen, um unseren Fregatten Zeit zu verschaffen. Und dann stürmen sie wieder los, wie beim letzten Mal. Ich bin bei Rahn. Weitere Schiffe einzusetzen gefährdet nur noch mehr Leben, Admiral Garrel. Gut, ich ziehe die schwere Flotte zurück. Aber wenn wir beschossen werden, gehen die Verluste auf Ihr Konto. Danke, Commander. Es ist nicht leicht, ihn zu bremsen. Dafür bin ich ja da. Ach, guck mal. Ja, Hahn ist gut. Das ist doch perfekt getimt, würde ich mal sagen. Meine Lieben, da kräht der Hahn und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.